Okay, meine Lieben, herzlich willkommen an diesem verregneten Pfingstsonntag. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute eine kleine Verlosung starten auf dem Kanal von Bisu Zimt und im Vorfeld natürlich einiges klären. Es kostet nichts. Das ist schon mal der größte Punkt überhaupt. Man kann etwas gewinnen, ohne dass man irgendwas dafür bezahlen muss. Und ich freue mich sehr, dass unsere Regularien auch relativ einfach sind. Wie nimmt man teil? Wie wird der Gewinner ermittelt? Und wann genau bekommt der Gewinner sein Verlosungsobjekt der Begierde? Das werden wir jetzt alles in diesem Video klären. Ich versuche das Ganze jetzt ohne großartiges Schneiden gleich fertig zu machen, damit wir es gleich hochstellen können und demjenigen dann auch irgendwann sein Geschenk übergeben zu dürfen. Mehr oder weniger. Wir schicken es per Post zu. Nun aber erstmal, wie nimmt man teil? Ihr könnt jederzeit teilnehmen. Ihr müsst kein Abonnent sein. Ihr müsst kein Like unter das Video setzen. Ihr könnt einfach einen Kommentar drunter schreiben unter dieses Video. Das ist die einzige Voraussetzung, die einzige Sache, die ihr machen sollt. Und dort bitte reinschreiben, was ist euer Lieblingsprojekt von Bisu Zimt? Was gefällt euch daran und was könnt ihr vielleicht auch mit der Vergangenheit verbinden? Wir werden es so machen, dass wir die ganzen Namen, die dann einkommen, in einen Hut sammeln sozusagen, in irgendeiner kleinen Box. Dann mit jeweiligen Zettelchen, wo auf eure Namen mit draufstehen. Und anschließend werden wir einen dieser Zettel ziehen. Das heißt, jeder, wirklich jeder hat die Chance zu gewinnen. Es wird nicht so gemacht, dass der eine jetzt eine bessere Geschichte hat als der andere. Nein, ganz im Gegenteil, jeder kann irgendwas gewinnen. Ich freue mich überhaupt, wenn ihr mitmacht. So, natürlich ist auch zu klären, was kann man überhaupt gewinnen an diesem ersten Verlosungstag. Es ist etwas Besonderes, nämlich dieses wundervolle Glas von The Legend of Zelda. Wir sehen dort verschiedene Figuren aus einem der letzten Teile. Ich glaube, das war Skyward Sword. Und da ist auch die Verpackung. Da ist das Glas auch noch drin. Ich habe es mir extra zweimal gekauft, um es auch nochmal präsentieren zu können, zeigen zu können, wie es nachher aussieht, damit wir es auch ja nicht auspacken und derjenige sich freut, eventuell ein schönes Stück zu haben, das er dann entweder ausstellt oder selber benutzt. Ich freue mich sehr. Der Gewinner wird also mit einem kleinen Zettel in einem Hut ermittelt. Es gibt sonstige Regularien, die natürlich auch eingehalten werden müssen. Das bedeutet, es ist keine Barzahlung von diesem Preis möglich. Es wird also nur das Glas geben, kein Geld. Dann habt derjenige jetzt, oder ihr alle natürlich, eine Woche Zeit, euch auf diese Message, auf dieses Video hier zu melden mit einem Kommentar. Wir werden also pünktlich am Sonntag um 0 Uhr einen Cut machen, das heißt am 11.06.2017. Und alle, die bis dahin einen Kommentar hinterlassen haben, landen in diesem Lostopf. Wenn wir den Gewinner ermittelt haben, werden wir ihn anschreiben, entweder über private Nachricht, aber meine Präferenz ist, dass ich auf den Kommentar antworte. Und werde dem Gewinner sagen, dass er es geschafft hat. Danach muss mir der Gewinner eine private Message schreiben, hier über YouTube, um mir seine Adressen und so weiter zu geben. Keine Sorge, eure Daten werden alle überhaupt nicht gespeichert, nichts wird hier gelassen. Ihr könnt auch die Kommentare, nachdem ihr sie gesetzt habt, wieder löschen. Das heißt, ihr könnt ganz in Ruhe mitmachen, ohne dass irgendwas bleibt. Und auch die private Message mit der Adresse wird dann gelöscht, sodass ihr euch darauf verlassen könnt, das Glas kommt zu euch. Ihr könnt ja dann auch nochmal sagen, oh, ich habe es wirklich bekommen, oh, ich bin glücklich. Und mir einen Kommentar drunter posten, einfach nur, dass ich weiß, oh, es ist angekommen. Ja, so viel eigentlich dazu. Ihr habt eine Woche Zeit mitzumachen. Eine Woche lasse ich euch Zeit, wenn ich auf den Kommentar geantwortet habe, dass ihr gewonnen habt, euch zu melden mit einer privaten Nachricht. Wenn ihr das nicht tut, muss ich den Preis leider weitergeben. Passt also gut auf. Vielleicht seid ihr unter den glücklichen Gewinnern, aber ihr werdet ja dann nochmal eine Nachricht erhalten. Eine Benachrichtigung über Google, über YouTube und insofern freut euch drauf. Vielen lieben Dank also jetzt schon mal fürs Mitmachen. Sagt mir also, was gefällt euch an dem Projekt, an eurem Lieblingsprojekt am meisten, das ihr hier bei Bisu Zimt gesehen habt. Und dann machen wir demnächst wieder weiter mit der nächsten Verlosung. Viel Erfolg, viel Spaß an alle und genießt die Projekte. Bis nachher, euer Bisu Zimt.